Heute habe ich diesen Look für euch und zwar mal wieder super, super günstig, denn alles, was ihr braucht, findet ihr bei DM. Und da habe ich auch eigentlich weitgehend günstige Marken genommen wie P2 und Essence. Also lasst euch überraschen, wie es funktioniert und viel Spaß beim Video. Ich habe jetzt die Catrice All Matte Plus Shine Control Foundation in der Farbe 010 aufgetragen. Und jetzt benutze ich meinen Concealer von Sephora und trage das hier in so einem Dreieck auf. Hier unten ein bisschen und verblende das alles. Dann trage ich von P2 das Nearly Nude Kompaktpuder auf in der Farbe 10 Nude Feather. Weil ich kein günstiges Puder zum Konturieren habe, benutze ich einen Lidschatten. Darauf müsst ihr wirklich achten, dass der keine Schimmerartikel hat und keinen Glitzer. Also dieser ist komplett matt. Der ist von Essence, der Soft Matte Eyeshadow in der Farbe 3 Silky Smooth. Und der ist wirklich, wirklich dunkel. Ich nehme mir jetzt so einen Pinsel und der nimmt auch sehr viel Farbe auf. Deswegen tupfe ich das hier so ein bisschen ab. Und dann konturiere ich damit mein Gesicht. Das verblende ich dann alles mit so einem Puderpinsel, dass man schöne Übergänge schaffen kann. Und dann trage ich mir einen Blush auf und zwar ist das von Essence dieses Blush Up in der Farbe 20 Pinky Flow und ich benutze jetzt so ein bisschen mehr die hellere Seite. Und dann setze ich noch ein Highlight und zwar benutze ich dafür von P2 den Glow Up Highlighter in der Farbe 30 High Cleam. Und dann trage ich eine Base auf meine Augen auf. Und zwar benutze ich hier eine farbige Base. Und zwar ist das von Max Factor Excess Shimmer. Das ist so ein Tiegelchen und das ist so in so einem schimmrigen Lila-Ton. Und dafür benutze ich so einen flachen Pinsel und trage das auf meinem ganzen Lid auf. Jetzt benutze ich die All About Roses Eyeshadow Palette von Essence. Die habe ich ja schon in meinem DM-Haul gezeigt. Verlinke ich euch übrigens alles in der Infobox. Und zwar benutze ich zuerst so einen fluffigen Pinsel und die hellste Farbe, das ist so ein Champagnerton. Und trage das auf dem ganzen beweglichen Lid auf. Also das könnt ihr auch mit dem Finger auftragen, wenn es mit dem Pinselchen nicht so gut geht. Und dann benutze ich diese Farbe hier, das ist so ein Taubton. Sehr, sehr schöne Farbe. Und benutze einen ganz ähnlichen Pinsel oder den gleichen, wie ihr wollt. Und mache das am äußeren beweglichen Lid, trage ich das auf. Dann nehme ich so einen angeschrägten Pinsel, weil ich einfach finde, dass man damit besser in die Lidfalte kommt und benutze diese dunkle braune Farbe und trage die in der Lidfalte auf. Dann benutze ich diese Farbe hier, das ist so ein ganz sanfter Fliederton und trage das hier in der Mitte vom beweglichen Lid auf. Und jetzt kommt quasi das Highlight und zwar benutze ich diesen ganz dunklen, bärigen Lila-Ton und trage den am äußeren Augenwinkel und in der äußeren Lidfalte auf. Dann nehme ich mir so einen angeschrägten Eyeliner-Pinsel und benutze diese Taubfarbe, die wir vorhin auch schon benutzt haben, und trage die am unteren Wimpernkranz auf. Dann benutze ich noch so einen Kajal, und zwar ist das der Essence Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 18 Berry Mary. Und das ist auch so ein dunkler, bäriger Lila-Ton. Den trage ich hier unten noch ein bisschen am äußeren Augenwinkel auf und den benutze ich auch, um mir sozusagen so ein bisschen einen Eyeliner zu schummeln. Einfach so ganz leicht in kleinen Bewegungen hier drüber gehen
Einfach nur, damit die Wimpern ein bisschen voller wirken und da ein bisschen mehr Kontrast ist. Ihr müsst natürlich zwischendurch aufpassen, dass ihr hier oben wirklich schön verblendet und sonst im Notfall danach nochmal ein bisschen nachblendet. Jetzt tusche ich meine Wimpern mit der Catrice Glamadol Mascara in Wasserfest. Jetzt fehlen natürlich noch die Augenbrauen. Dafür benutze ich zum einen mal diesen Catrice Long Lasting Brow Definer. Und zwar benutze ich den, um mir hier vorne einfach ein paar kleine Härchen reinzumalen. Der ist wie so ein Filzstift. Einfach, dass es hier vorne nicht so unecht aussieht und dass es hier vorne trotzdem schön voll ist. Und dann benutze ich zuerst einen Augenbrauenstift von Astor in der Farbe 82, und zwar ist das ein grauer. Und den benutze ich nur hier am unteren Rand, damit ich hier einfach so eine schöne gebogene Linie habe. Sieht einfach ein bisschen definierter aus, wenn das ein bisschen dunkler ist. Und für den Rest von meiner Augenbraue benutze ich auch von Astor die Farbe 85 Goldbraun und mache einfach so kleine Strichbewegungen und fülle so meine Augenbraue aus. Am Schluss benutze ich noch ein Augenbrauengel, damit die Härchen einfach überall bleiben, wo sie sein sollen. Und zwar benutze ich hier eines aus einer LE von P2. Ihr könnt aber auch das P2 Eyebrow Styling Gel benutzen. Das hier ist nur ein bisschen heller, deswegen benutze ich das jetzt persönlich lieber. Aber es gibt auch so ein helles noch von Essence. Einfach mal schauen, es gibt eigentlich von jeder Marke so ein Augenbrauengel. So, und jetzt ist mein Look fertig. Das war's mit meinem Video. Ich verlinke euch hier unten in der Infobox noch andere günstig schminken Videos, wo ihr auch alles in der Drogerie findet. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare und euer Feedback und hoffentlich auf ein paar Däumchen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!